Schatz! Betty, bleib weg von mir. Sein Herz ist immer noch gebrochen. Natürlich, wir haben nur den Albtraum besiegt, Junge. Dein Herz zu heilen ist wieder eine andere Geschichte. Tröpfchen, diese Albträume, was genau sind die denn? Nun, die sind ein bisschen so wie Kreaturen, aber sie entstehen aus gebrochenen Herzen. Die krallen sich dann fest und ergreifen von den Leuten Besitz, verstehst du? Und Shadar steckt auch hinter den Albträumen. Sieh ihn dir doch an, Olli. Er und Rashid gleichen sich wie Ei an Ei dem anderen, oder nicht? Shadar hat drüben in unserer Welt Rashid unter seine Fuchtel gebracht, indem er seine Seelenverwandten hier in deiner Welt angegriffen hat. Das ist ja schrecklich. Jetzt greift er auch noch Leute in meiner Welt an. So sieht's aus, nicht? Und wenn wir sein Herz nicht heilen, fällt er vielleicht einem anderen Albtraum zum Opfer. Wir müssen das in Ordnung bringen, Olli. Du hast hier sehen, wie er früher war, oder? Ist ganz klar, dem fehlt eine Riesenportion Güte. Güte? Genau. Fällt dir jemand ein, der von Güte nur so strotzt, Olli? Dem sie aus den Ohren rausfließt wie Milch und Honig? Eine richtig gütige Person, Schatz, oh mein Schatz, geht es dir gut? Bitte sag doch was. Tja, manchmal taucht das, wonach du suchst, direkt vor deiner Nase auf. So ein Glücksfall. Sieht so aus. Entschuldigen Sie bitte. Oh, du bist Ellis Sohn. Ja, das stimmt. Ich muss Sie etwas fragen. Frau Wagner, dürfte ich etwas von Ihrer Güte borgen? Wie? Tut mir leid, ich verstehe nicht ganz. Damit kann ich Herrn Wagner helfen, bitte. Ich brauche Sie, um ihm zu helfen. Ich habe wirklich keinen blassen Schimmer, wovon du da redest. Aber wenn auch nur eine winzige Chance besteht, dass es meinem Mann helfen könnte, dann will ich es tun. Vielen Dank, Frau Wagner. Ja, Frau Wagner, wunderbar. Was war hier jetzt? Herzempfang? Ah ja. Ah, das ist Güte. Die wohlig warme, das wohlig warme Geschenk der Großzügigkeit. Was hast du getan? Ich fühle eine solche Wärme in mir. Schick, es hat also geklappt. Und jetzt dein braver Junge und hilf Rusty damit. Okay. Betty, lass mich einfach in Ruhe, ja? Mach schon, Mann, beeil dich. Gib ihm die Güte, bevor wir noch mit dem Albtraum zu tun bekommen. Okay. Was machst du? Schatz, oh Schatz. Betty, was mache ich hier? Hast du dir die Haare machen lassen? Oh, Rusty, du siehst aber auch ziemlich gut aus, Schatz. Schick, es hat geklappt. Ah, die Freuden der Ehe, was? Das ist schön. Entschuldigen Sie? Hey, was soll das denn? Kannst doch nicht so einfach dazwischen quaken. Lass mir die beiden in Ruhe und erzähl mir Myrtle, dass ihre Eltern sich wieder verstehen, ja? Da hast du wohl recht. Gehen wir. Wieder zwischen. Was sagen die denn? Zum Glück, mein Mann ist endlich wieder so wie früher. Kannst mir richtig hart besorgen. Okay, aber... Ja gut. Dann berichten wir mal Myrtle. Myrtle? Doch, Myrtle. Myrtle! Oliver, was ist denn? Ja. Papa ni mitzukattara taihen. Issho ni iko, Sherry. Hä? Soto ni deru nda yo. 君の病気はもう治ってる。
無理だよ。外に出ることを考えただけで胸が苦しくなってくるの。シェリー。 行きなさい、シェリー。 え？パパ？ Ach, die sagen auch Papa. 今まですまなかった。私はどうかしていた。病気のお前をほったらかしにして レイシルとも、いつも喧嘩をしていた。おそらく、お前を縛り付けているものは、この私だ。パパ。お前は心のどこかで、自分がこの家から出ていけば、私とレイシルが、お前という唯一のつながりを失って、一緒にいられなくなる。そう思っていたんだろう。だからお前は。 お前の体は無意識にこの家から出ることを拒んでいたんだ。パパ、私。もう大丈夫だ。パパも、ママもな。パパ。シェリー、パパを許しておくれ。 羨ましいんか？え？ううん。素直とちゃうの？オリバー、え？私、勇気を出して、外に出てみる。私を外に連れてって、シェリー。 Ich freue mich so für dich, Myrtle. Ohne dich hätte ich es nicht geschafft, Oliver. Aber jetzt gehe ich jeden Tag raus. Ich werde wieder zur Schule gehen und Leute kennenlernen und Kleider kaufen. Es ist schon seltsam, ich hatte solche Angst davor rauszukommen, aber jetzt fühle ich mich mutig. Ich habe das Gefühl, alles tun zu können. Hör dir das an, Junge. Plötzlich hat sie mehr Mut, als man sich vorstellen kann. Ich kann es sogar von hier drüben spüren. Das stimmt, Tröpfchen. Al-Kuwait gibt es jemanden, der etwas von diesem Mut gebrauchen könnte. Gut mitgedacht, Olli. Ein Tropfen von mittels frischem Mut ist genau das, was wir brauchen, um Esthers Heilung anzukurbeln. Was ist los, Oliver? Myrtle, ich kenne ein Mädchen, das dir sehr ähnlich ist. Und sie hat es gerade sehr schwer. Hm? Du bist so mutig. Ich wollte dich fragen, ob du diesem Mädchen etwas von deinem Mut abgeben würdest, um ihm zu helfen. Und seiner Familie. Natürlich, aber wie stellen wir das an? Mit Magie. Und ich kenne genau den richtigen Zauber dafür. Magie? Du bist ein interessanter Junge, Oliver. Da bahnt sich schon die erste Love Story an. Aber okay, leg los. Gut, mach die Augen zu. So? Und jetzt... Nein, das sag ich jetzt nicht. Das passt nicht. Mut erhalten. Die starke und standhafte Kraft der Kühnheit. Es fühlt sich warm an. Es ist komischerweise immer warm. Mein Herz ist so warm. Das bedeutet, dass der Zauber geklappt hat. Vielen Dank, Myrtle. Jetzt kann ich meiner Freundin endlich helfen. Das freut mich. Alles klar, Olli. Sollen etwas Mut ausliefern. Wa? Dann mal los. In Ordnung, Myrtle. Ich muss jetzt gehen. Grüß deine Freundin von mir, okay, Oliver? Ich hoffe, dass es ihr bald besser geht. Danke, Myrtle, das werde ich. Bis bald.
So, Kinder, ist weg hier. So, da sind wir wieder in Al-Kuwait. Ja, Tröpfchen hat es gleich umgehauen. Dann können wir direkt zu der gehen und der mal Mut geben. Haha, kommst nicht vorbei. Wo ist sie denn da? Hier ist sie. Oliver? Wie? Schick, genau wie ich es mir dachte. Wir haben ihr Herz wieder eröffnet. Jetzt kannst du für sie heilen. Keine Sorge, das dauert nur einen Moment. Ich gebe dir Mörtels Mut, okay? Yep, ihr Herz offen wie ein Scheunentor. Knall einfach den Mut rein und die Sache ist erledigt. なんだ、これは。私、どうしたのかな。君は、ジャボーに心を奪われていたんだ。私が心を。戻ったのか。マル、本当にお前なんだな。マル。パパ。すまなかった。マル。確かに、マルは勇気を奪われていた。でも、本当に勇気を失っていたのは、 私自身だったんだな。オリバ、君はそれを教えてくれた。ありがとう。はい、ソロンさん。私もジャボーと戦うよ。再び、一つながりの笛が、この世界に響き渡る日が来ることを信じてな。一つながりの笛？かつて世界が平和やった頃の、そら古い話やで。二の国の全ての王によって、少しずつ削り出された 平和を象徴する笛だ。その笛の根こそ、世界が一つであることを意味している。その笛が吹かれなくなって、もうどれくらいになるのだろう。三人の王の中がごっつあるなってからは聞かんな。やろうよ。もう一度あの笛の音を鳴らそう。私たちの手で。 あ、そうだな、マル。私もやってみるよ。オリバーたちと共に。ありがとうございます、ソロンさん。 Jo, bitte nimm mich mit, Oliver. Ich will dir dabei helfen, Shaddaa zu besiegen. Ich habe auch so ein Vertrauen wie du, der mir zur Seite steht. Einen Vertrauten, stimmt. Ach ja, stimmt, die hat auch einen. Lol. Wie sieht der denn aus? Alter Schwede. Wow, dann kannst du auch mit Vertrauten kämpfen, Esther. Das kann sie. Esther ist sehr geschickt darin, Vertraute zu trainieren und einzusetzen. Sie ist also mehr eine Vertrautenhüterin als eine Zauberin, oder? Auch gut. Immerhin praktisch, so jemanden dabei zu haben. Das ist mein Bräuler. Sie heißt über... Was? Über Enike? Sag Hallo, über Enike. Über Enike? Alter Schwede, what the fuck? Das ist gerade wie bei Maustasche. Heißt das irgendwie was anderes? Esther und ihr Vertrauter haben sich der Gruppe angeschlossen. Immer geil. Schick, das wäre geklärt. Dann mal zur Sache. Du weißt, warum Oliver hier ist. Stimmt's, Rashid? Tröpfchen? Das weiß ich. Du willst die Künste der Weisen erlernen, oder nicht? Ja. Dann wirst du diese Zauber benötigen. Drahtzieher? Okay. Geheime Zutat. Magisches Licht. Schockwelle. Alter Schwede, wie viele Zauber gibt der mir denn?
Danke, Herr Rashid. Es freut mich, dass es dir nicht an der benötigten Entschlossenheit mangelt. Schließlich bist du aus einer anderen Welt hierher gereist, um dich Shaddad zu stellen. Das wussten Sie? Dass ich aus einer anderen Welt komme, meine ich. Hm? Deine Taten haben mir deine Herkunft enthüllt. Du hast Esther geheilt, was mir nicht möglich war. Daraus habe ich geschlossen, dass du ihrer Seelenverwandten in der anderen Welt geholfen haben musst. Und nur jemand, der aus dieser anderen Welt stammt, konnte dies vollbringen. Wow, Oliver ist also aus einer anderen... der anderen Welten, von denen du mir erzählt hast, Vater. What the fuck, es gibt noch mehr? Und er hat mich gerettet. Ja, er ist seltsam. Es kommt mir so vor... Es ist seltsam, mein Gott, was ist hier gerade los? Es kommt mir so vor, als wäre ich dir in einem Traum begegnet. Oliver, es scheint Dinge zu geben, die nur jemand wie du vollbringen kannst. Du kannst unserer Welt vielleicht helfen. Ich werde dich dabei unterstützen. Vielen Dank. Ich werde sie nicht enttäuschen. Ich werde Shaddad besiegen. Vielleicht. Aber du musst noch viel lernen. Solange du die magischen Künste nicht perfekt beherrschst, besteht für dich keine Hoffnung, ihn zu besiegen. Die vier großen Weisen konnten den dunklen Djinn nicht besiegen. Ein einfacher Junge benötigt mehr als nur Enthusiasmus, um dies zu bewerkstelligen. Was meinst du? Er wird binnen kürzester Zeit eine Mordsladung Erfahrung scheffeln müssen, oder? Das muss er in der Tat. Erfahrung, die er durch die Prüfungen der Weisen erlangen kann. Oliver, du musst dich ihnen stellen. Prüfungen? Wo muss ich diese Prüfung machen? Im Norden der Wüste, im Tempel der Prüfungen. Ach, guck mal an, das ist ja ein Zufall. Im Tempel der Prüfungen, du meinst? Genau, die Heimstatt des überragenden Weisen, des Meisters der Vertrauten. Auch du hast noch viel zu lernen, Esther. Nur wer den Segen des überragenden Weisen hat, darf die Tore des Tempels öffnen. Ich werde euch begleiten. Danke, Vater. Du wirst die Prüfung meistern, Oliver. Das weiß ich einfach. Danke, Esther, und danke, Herr Rashid. Rashid reist jetzt mit euch, mein Gott.